Und auf unseren Stammplatz, oder zumindest Adams Stammplatz, begeben wir uns hier am Anfang von Part 4. Von Let's Play State of Mind. Leute, schade, der Speicherpunkt war relativ weit hinten, also nämlich da, wo Adam aufgewacht ist. Ich musste alles nochmal nachspielen, beziehungsweise habe jetzt einige Sachen auch ausgelassen. Ich hoffe, das Spiel registriert das nicht irgendwie. Und wir sind von Richard zu Adam gewechselt und Adam scheint irgendwie, wenn man sich auch das die Einrichtung, die Gerätschaften wie Henry oder auch den Ausblick anguckt, scheinen wir in einer anderen Zeit zu leben, habe ich den Eindruck. Und was mir beim Angucken vom letzten Part noch aufgefallen ist, Leute, dass Adam mit John über seine Frau Amy als Amy gesprochen hat und nicht Mom, also wo, er hat nicht gesagt, wo ist Mom, sondern wo ist Amy. Vielleicht ist das gar nicht die Mutter von John, wer weiß. Wir setzen uns jetzt auf jeden Fall mal hin. Muss ich wieder ins Krankenhaus? Ach, wenn es nach mir ginge, keine Diskussion. Na, wenn es nach mir ginge... Beschwer dich nicht bei mir. Aber mir geht's gut. Amy macht sich eben Sorgen. Sie ist ja nicht mal hier. John hat einen Termin im Kurtz Recreation Center. Wer ist Minerva? Ist das ein elektronischer Kalender? Mhm. Wo gehst denn du hin? John? John, wir müssen los. Henry fehlt noch. Deine Qualle ist doch hier. Ich finde seine Fernbedienung nicht. Fernbedienung suchen. Zum Aufbruch dann hinein, Fernbedienung suchen. Wir suchen nochmal. Genau, weil hier steht nämlich, dein Sohn ist der wichtigste Mensch in deinem Leben und wir wollen, dass er glücklich ist. Und ich weiß, wo die Fernbedienung ist, in Amys Zimmer. Ich erinnere mich. Und da konnten wir zumindest noch nichts mit ihr machen. Schauen wir mal, ob wir jetzt was tun können. Fernsteuerung nehmen. Da ist sie ja. Hab sie. Hey John, wir haben sie gefunden. Habe ich eigentlich die Bilder schon angeguckt? Ah, kann man nicht angucken. John hat neue Bilder gemalt. Ich glaube, so konnte man da rennen. John? Johnny? Ah, hier ist er. Johnny. Hier. Sie war in Amys Zimmer. Was macht sie bei Amy? Das musst du sie fragen. Jetzt komm. Jawohl. Oder wir kommen. Wohin auch immer. Ah, zur Tür. Der Henry fliegt zumindest zur Tür. John? Was ist denn jetzt noch? Ah. Okay. Sollen wir Henry folgen? Wohnungstür. Wohnungstür, ein Fahrstuhl wird für dich bereitgestellt. Zum Infinity Plaza. Schauen wir mal. John, nicht trödeln. Adam, machst du dir viele Gedanken? Dann vergiss nicht, was zählt, bist du. Du. Aber wer bist du? Was willst du? Was ist deine Aufgabe? Die Antworten sind alle hier. Hier in deiner Stadt. Schau dich um und genieß den Tag. Okay, Minerva scheint es gut mit uns zu meinen. Und das ist The Present. Hier irgendwo habe ich doch das Schild gesehen. Da arbeitet Adam, aber wir müssen jetzt zum Krankenhaus.
Alles in Ordnung? Ist nur ein Geohazard. Ja. Hattest du Angst? Was bitte ist ein Geohazard? Ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Sie werden häufiger. Das glaube ich nicht. Und stärker. Ein Tracer? Was ist ein Tracer? Objekte, die unbekannt, möglicherweise schädlich. Bewende dich an einen Mitarbeiter von City 5 Security. Was ist das? Keine Ahnung. Schon mal irgendwo gesehen? Nein. Was hat der Mann damit gemacht? Ich weiß nicht. Das ist sowas wie ein... Keine Ahnung. Du solltest das zurückgeben. Erstmal reden wir mit Dr. Sykes. Ah, hier muss ich hin. Oder hier? Wo geht's denn da hin? Also hier ist ein Pfeil. Ah, hier geht's zu The Present. Okay. Und die Leute sitzen da ganz gemütlich. Als wäre nichts passiert. Und die Scheiben sind wieder repariert, Leute. Schaut mal, die sieht ja spooky aus. Ah. Oh. Mr. Newman. Miss Patrick. Wer auch immer Miss Patrick ist. Architektin. Miss Patrick hilft hin und wieder als Nanny für John aus. Ihr kennt einander seit 6 Jahren. Reden. Miss, Hallo, Mrs. Patrick. Na, kleiner Mann. Alles okay? Ja, danke. Man gewöhnt sich an alles. Anpassen, weitermachen. Alles im Grunde ganz einfach. Einen schönen Tag, Mr. Newman. Ihnen auch, Mrs. Patrick. Okay. Mrs. Patrick. Okay. Ihr seid hier nicht gefragt. Schaut mal. Da liegt eine Ente. Die kenne ich auch aus irgendeinem Spiel. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, aus welchem Dedelic-Spiel. Gut, ich würde sagen... Okay, auch ein Mann mit seinem Sohn. Mhm. Ich würde sagen, hier dürfte es zum Krankenhaus gehen. Magnetbahnstation. Magnet, maximal 20 Personen. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Benutzen. Okay. Dann. Das dürfte die Klinik sein. Oh. Also, diese Welt ist schon... Nicht so schnell. Wir haben Zeit. Komm, wir laufen noch ein bisschen durch den Park. Genießen Sie den sonnigen Tag. Emma hat John ins Krankenhaus gebracht. Willst du mal Henry steuern? Ja. Klar. Ja, gib mal her. Mhm. Ah, wir können Henry steuern. Quadratwurzel aus 2401. 49. Sehr gut, John. Wirklich? Hallo? Er kann ja auch über Wasser fliegen. Nein, das geht nie. Reden kann er mit anderen Personen auch wohl nicht. Aber er ist relativ frei, keine andere Person belauschen. Auch nicht, er scheint nur Ohren für John zu haben. Okay, also über Wasser kann er nicht fliegen. Dich haben wir in der Zwischensequenz. Guten Morgen, Mr. De Palma. Morgen, kleine Qualle. Dich haben wir in der Zwischensequenz gesehen. Dir können wir nicht reden. Also ich verlasse Henry mal. Oh, das schaue ich mir noch an. Hallo, Betty. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich dir auch, Henry. Oh, okay. Zwei Bots reden miteinander. Ich verlasse mal Henry. Okay. Gut. Mhm. Sehr interessant. Ja. Aber... John...
Adam kann auch mit niemandem reden, so wie es aussieht. Ja, auch nicht. Der Mr. De Palma ist wohl ansprechbar. Mhm. Schicke Outfits haben sie hier. Alle miteinander. Ups. Ist hier in der Ecke auch irgendwas versteckt? Nee. Okay. Tja, also es ist wirklich schön hier, Leute. Wirklich, wirklich schön. Die Frage ist, oder die man jetzt natürlich getrost stellen darf, ist so eine Zukunft, ich nenne es mal erstrebenswert, in so grandioser Perfektion, wobei ja diese Geohazards, ja auch nicht das Wahre sind. Was können wir denn hier machen? Hovercar. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Ne? Ich wüsste jetzt im Augenblick mal noch nicht, wo wir hinfahren sollten. Ich bin aber davon überzeugt, das wird sich noch ergeben. Sehr schön. Ah, ich kann nicht Mr. De Palma besprechen, sondern ich kann hier mich auf die Bank setzen. Setz dich und hör ein bisschen Musik. Ja, ich würde sagen, bevor wir zu Betty gehen, machen wir das auch. Ach Leute, es hat schon was. Es hat schon was sehr Harmonisches, wo man schon weiß... Oh, schaut mal, die Fische. Wo man schon weiß... Das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Was kann ich denn auf diesem Steg machen? Fische. Sie lieben ein gutes Leben und du kannst das auch. Fische füttern. Sieh mal, die Fische. Kann ich sie füttern? Nimm den Snack. Aber behalte noch was für dich. Die schwimmen immer dasselbe Muster. Immer im Kreis. Das wirkt nur so. Ich wäre auch gern ein Fisch. Nur so zur Abwechslung. Irgendwann ist das möglich. Irgendwann vielleicht. Ganz sicher. Okay, John. Dann horchen wir noch ein bisschen Musik. Ich kann mit Mr. De Palma nicht reden. Möchtest du Musik hören, Adam? Nein. Im Augenblick nicht, danke. Kein Vogel. Bitte? Ich sitze hier seit einer Stunde. Kein einziger Vogel. Sehr schön. Hm. Vögel kennen wir und Vögel? Was haben Sie gegen Vögel? Ihr Geschnatter. Das lenkt ab. Man muss sich konzentrieren. Das wissen Sie doch. Kennen wir uns irgendwoher? Wie meinen Sie das? Kennen? Ob wir uns schon mal getroffen haben? Das müsste aber eine Ewigkeit her sein. Eine Unendlichkeit. Unendlich oder unaufhörlich? Das ist der entscheidende Unterschied. Jedenfalls gut, dass Sie auch hier sind. Ewigkeit hier, unaufhörlich auch hier? Auch hier? Ich kann nicht folgen. Bitte entschuldigen Sie. Mr. De Palma braucht Ruhe. Ich habe Ruhe. Darum geht es doch. Ich habe endlich Ruhe. Ich gehe schon. Vielen Dank, Mr. Newman. Alles klar, Betty. Kommen Sie, Mr. De Palma. Nein, ich gehe nicht zurück. Niemand hat vor, Sie zurückzubringen. Ich bleibe hier sitzen. Na los, geh schon. Ich brauche dich nicht. Wie Sie wünschen, Sir. Betty findet das zwar alles gar nicht so gut... Verzeihung, Lady. Manchmal, da ist aber... Das ist ein Ausrufezeichen. Warum sind hier Ausrufezeichen? Keiner weiß es so genau. John, können wir mit dir... Willst du mal Henry steuern? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Wir kommen zu spät. Ja, also übertreib mal nicht, Adam. Wir gehen jetzt mal zu Betty. Mit Betty können wir aber nicht sprechen. Gut. John?
Kommst du mit? Oh, du bist an einem anderen hängen geblieben. Okay. Ich dachte aber schon, wir könnten mit dir reden. Naja. Entrance, Eingang. Aha. Willkommen im Kurtz Recreation Center. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Oh, Kurtz. Kurtz, den Namen haben wir doch aber auch schon bei Richard gehört. Willst du mal Henry steuern? Ja, klar. Ja, gib mal her. Ich würde mal sagen, wir schauen uns hier herinnen mal auch mit Henry um. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Firma Kurtz noch eine Bedeutung bekommen wird in der Story, weil die in beiden Handlungssträngen vorkommt. Okay. Okay. Verlassen. Wir sehen uns mal hier um. Diesem Automat geht nichts. Können wir mit irgendjemandem sprechen? Außer mit Rezeptionisten. Außer mit Mona. Sieht nicht so aus. Scheinbar können wir nur mit Mona sprechen. Na dann sprechen wir mal mit Mona. Und melden uns mal an, dass wir John hier gerade abgeben wollen. Rezeption. Fragen zu ihrem Klinikaufenthalt. Mona ist immer für dich da. Rund um die Uhr. Reden. Willkommen zurück, Mr. Newman. Was können wir für Sie tun? Tut mir leid, ich weiß, wir sind spät dran. Überhaupt kein Problem, Sir. Ich bringe meinen Sohn, John. Dr. Sykes möchte... Vielen Dank, Sir. Sie können John in 4 Stunden wieder abholen. Genießen Sie den sonnigen Tag.